Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Yay, wir haben wieder unser EMF-Gerät. Wir haben die Taschenlampen. Das ist für Kleinverdiener. Ja, aber echt du. So, jetzt können wir auch loslegen, hab ich schon drauf. Als nächstes kommt eine UV-Taschenlampe. Jetzt kann man das dann auch ordentlich sehen. Naja, relativ ordentlich. Okay, einmal Fotos. Schön. Haben wir gerade Atem? Achso, ist noch gar kein Licht an. Ja, ich vergesse das immer wieder. Also Augen aus dem Sinn, ne? Der Schrank ist zugestellt. Okay, Flur. Hier ist Tür offen. Ich denke jedes Mal, das ist eine Waschmaschine. Mini-Waschmaschine. Warum auch immer. Keine Ahnung. Zwei. Hier habe ich kalten Atem. Ja, da ist. Ja, hier auch. Oh, oh, toll, die haben das Signal geändert von dem Teil. Ja, gut. Ein, zweieinhalb. Okay, die beiden sind auch vollgestellt. Was ist er denn? Zwei. Ne, der ist hier irgendwie so Küche, Abstellraum irgendwie. Flur. Ah, warte. Gucken wir mal einen kurz. Orb. Oder warte mal, geh mal einen Kuss weg. Mit deinem Licht. Ja, Orb. Fingerabdrücke. Hier ist der Orb, also er ist in der Küche. Fingerabdrücke, alles klar. Orb, Fingerabdrücke. Orb und Fingerabdrücke. So. Es krabbelt. Es krabbelt. Ah, es krabbelt. Nice. Bah. Ist das krabbelt, dann ist es schon ein Banshee. Keine Ahnung. Was habe ich letztens gesagt? Ein Barke. Wenn es krabbelt? Wenn es krabbelt, war das falsch. Dann war es ein Handtuch. Hä? Er hat auf jeden Fall Spaß da drinne. Wie viel haben wir denn noch? Oha. Das ist aber echt nicht mehr viel. Es krabbelt. Ich hasse es, wenn es krabbelt. Der hat schon direkt rein. Schreibe etwas ins Buch, bitte. Bist du da? Bist du hier? Was? Einmal Foto vom Salz. Zertretenes Salz, Fingerabdrücke, Knochen, Tarotkarten. Wundervoll. Wir werden immer bessere Fotos hier. Wir werden bald Fotografen werden.
Brauchen wir noch was? Kruzifix, paranormales Geräusch, das Eckert erschießen im Foto vom Geist. Achso, der Dot fehlt noch. Der Dot fehlt noch. Der Dot, warte mal, wie viel habe ich noch? 61, okay. Du hast du noch 51? Ich höre ihn nicht, aber man kann seine Fußschritte hören. Seine Fußschritte? Ich habe immer gedacht, das wärst du gewesen. Ich mag da nicht reingehen. Ich mag diese krabbelnden Viecher nicht. Spinnen. Meinte natürlich Spinnen. Du, 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 du. Kriegen wir zwei Leute auf die Tür? Ja. Er flüstert. Er hat geflüstert. Hä? Er hat geflüstert. Okay. Keine Banshee, nein. Drauf ist gut zu sehen. Mal kurz warten, ob man dort irgendwas zu sehen ist. Hat er auf Profi? Komm, das wohnt wie irgendwo sind. Ah, da kann ich noch mal kurz ein Stückchen trinken. Yippie. Entweder jagt er gerade oder es war ein Dot. Dot kann auch eigentlich nicht mehr sein. Wenn das ein Dot ist, war das ein Banshee. Er hat nichts gemacht. Nee, aber da ist gerade auf jeden Fall was lang gelaufen. Daher, dass er keinen Ausschlag hatte, muss das der Druck gewesen sein. Es krabbelte unten auf dem Fußboden lang. Es kann auch einfach nur, das war ja direkt da am Anfang mit den zwei Ausschlag. Es kann sein, dass das einfach nur ein kleines Event hatte. Aber Sven muss das jetzt eigentlich nochmal sehen können gleich. Sie lief da auf jeden Fall lang unten. Nun komm, lauf noch einmal durch. Die kleine Spinne. Das Spinnmädchen. Sie ist Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Das ist das Spider-Man. Und das wäre? Spider-Man. Was habe ich gesagt? Gefriertemperaturen eben. Aber eine Banshee schreit doch eigentlich über Para. Ja. Pfuhn. Ja. Das hörst du dann auch. Ja, ja. Jetzt hast du ja gerade nur geflüstert. Warum? Ich glaube nicht, dass es eine Banshee ist. Es sei denn, die haben das geändert. Das kann auch ein. Nee, da steht doch extra im Buch drin. Für eine Banshee. Ja. Darum glaube ich, dass das einfach ein kleines Zeige-Event war. Ja, aber der hätte ja doch Ausschlag gehabt, oder? Ach, hatte er ja auch. Ja, aber ein Zweier-Ausschlag. Ja, das reicht völlig aus für einmal zeigen. Warum? Weil sonst bei dort die Bär schon längst wieder durchgegangen. Sehe. Wenn du die einmal gesehen hast, dann hätte die jetzt schon ein zweites Mal gesehen. Bin wieder bei 80%. Ja, ich muss auch trinken. Aber wir behalten mal Dots im Hinterkopf. Packen dann noch einen hin. Hast du sie gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. War das dort oder war sie gelaufen? Ich glaube, das war
bin mir aber echt nicht echt unsicher, weil das sah eher so aus, als wenn sie dunkel ist und das grüne Geflecht einfach auf sie drauf kommt. Das okay. War nicht so grün, als wenn das ein Dot wäre. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen wieder rein und gucken machen. Bleiben wir hier, fahren wir heim. Wenn wir drin sind. Räucherstäbchen und so liegen da vorne auf der Kommode. Oh, ich habe vorsichtig aber noch mal ein Kreuz mit, falls sie jagen möchte. Ja, alles hingelegt. Da wir ja nach vorne rennen, können wir es hier nehmen. Wo ist das denn? Hinten. Hier. Oh, der Geist. Hui. Wo? Oh Mann! Musst du eine Hand nehmen dafür. Ja, ich sehe es aber gerade nicht. Also, warte. Ich sehe gerade mein Ding nicht. Drei. Ah. Na? Zu viel Umschalttaste gedrückt? Nö, war ich nicht. Ja, das war die Mikrowelle. Gott, es ist eine Banshee. Alles klar, okay. Das war diesmal eine Banshee. Also schreit sie nur ab und zu, ja? Wohl schon. Oder das war ein Schrei. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Hinten Küche die Ecke. Aber sie flüstert nur. Hier. Ja, das hat nur eine Reichweite von 3 Meter. Oh. Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Ich hab. Hilfe! Decke! Decke! Bist du tot? Nein. Alles gut? Komm da raus! Nö. Komm da raus! Nein! Was willst du da drin noch? Ich brauche meine Kamera! Er braucht seine Kamera! Ich fass es nicht! Er lässt es. Er läuft doch irgendwo rum. Komm da endlich raus, Mann! Ja, ha! Komm da endlich raus! Ah, jetzt sagt sie. Nee, bist du nicht. Bei mir. Oh. Ja. Oh. Eine Periode. Ich glaube, er hat sich das Bein gebrochen, als er hingefallen ist. Und den Arm. Und das Genick.
Das sieht auch, glaube ich, nicht mehr ganz so toll aus. Ja, ich bin am Arsch. Er ist ja wieder so rausgelaufen. Schön. Ich bin am Arsch. Ja, das bist du. Es ist auf jeden Fall eine Banshee. Dots. So. Ich habe jetzt Banshee eingetragen. Ne? Ich fahre jetzt nach Hause, weil ich habe keinen Bock mehr darauf. War jetzt auch meine letzte Folge. Oh, hey. Erschreckt doch nicht so. Gute Nacht. Oh, früh ist wieder früh aufstehen angesagt. Ferien sind vorbei. Eine Banshee! Schau, yay. Wer hätte denn ahnen können, dass die genau neben mir spawnt? Ja, wenn es mal lieber rauskommt, so wie ich das gesagt habe, ne? Nee. Warum nicht? Das wären mindestens $400 noch gewesen, nochmal oben drauf. Für was? Weil du ein Foto von Geist haben wolltest. Ja, das alles gehört da komplett dazu. Wir müssen das auch mal vernünftig so machen. Ja, genau. Abhauen. Auch mal Sachen ausprobieren. Mhm, damit wir auch alle sterben und unsere ganzen Sachen auch wechseln. Mhm. Ja. Ja, nee, ist klar, Junge. Dafür. Das ist der Spaßfaktor. Nee, für dich vielleicht. Ja, das hat viel mehr Spaß gemacht, als wenn ich nur vor der Tür hocke. Aber erst darum schreiben, Bianca, hilf mir. Die hat mich genauso gejagt wie dich. Ne? Sollte dir schon bewusst sein, oder? Das war eine Banshee. Sie hatte es ja auf mich abgesehen. Warum war sie denn immer bei mir im Raum? Und danach hat sie Rotlichtviertel gespielt bei mir? Ja, das war das Rotlicht-Event. Na toll. Heute hat sie genug. Ja, weil sie mich nicht gefunden hat. Oh, ja, hat sie dich vermisst. War sie traurig. Ja, war sie ein bisschen traurig. Ich musste sie ein bisschen weinen. Ja. So, ihr Lieben. Wir machen heute mal ein bisschen früher Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.